Wir gehen noch mal schnell in die Küche. Obwohl, wir können hier... Nein, ich bleibe hier unten. Okay. Große Höhen machen mir zu schaffen. Ah, das kann ich verstehen. Ich habe auch Höhenangst. Aber wir reden jetzt mit Francis. Erstmal freuen wir uns, ihn zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Das war's da. Deins noch nicht. Aber... Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Ach so, Francis ist ja in der Politik unterwegs. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Der Teufel! Na, wir sagen, Gott hat einen Plan, wir sind doch gläubig. Wir glauben doch an Gott und einen gütigen Gott. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber... König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Das kann ich mir vorstellen. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Ja, ich hatte es eingangs bereits erwähnt. Francis Notizen, Rivalität um den Thron, Teil 1. Wollen wir direkt untersuchen? Ja. Dokumente, wir haben bisher auch nichts verpasst. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 1 vom 1. Januar 1136. Wow, Entschuldigung. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Thrones ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind schon seit langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Also die Heinrichs haben es mit Nachfolgern nicht ganz so. Heinrich VIII., war das der mit der ersten Scheidung und allem? Da gab es ja auch keinen wirklichen Thronfolger. Der eine ist gestorben und dann... Okay, wir fragen jetzt das Kreuz, wie man helfen kann, oder wir mischen uns nicht ein. Wir wollen doch helfen, wir wollen doch was tun. Wir sind doch Wenn Macher. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Aha. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Oho. Wir werden ihn finden. Hoffen wir doch mal. Noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Also die Geschichte. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Die Geschichte nimmt peu à peu Fahrt auf. Es dauert natürlich ein bisschen, das ist klar. Achso. Es hieß, wir würden uns gleich... Wieder Krähen. Es hieß, wir würden uns gleichen. Sehe ich jetzt aus wie Francis? Wir fragen ihn nochmal. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Sollte es dann nicht eher heißen, er sieht aus wie Bier? Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Wir gehen jetzt erstmal in die Küche. Würde ich sagen. Mal schauen, was da hängt. Wasserbecken, Weihwasserbecken.
Wasserbecken. Und wieder karges Land. Küchentür, dann nehmen wir direkt mal den Schlüssel. Das wäre unklug. Wieso? Wir wollen doch da rein. Ach, die ist... Was? Erst sagte mir, das wäre unklug und jetzt ist... Ach so, weil einer reingegangen ist. Ach, ich hätte den eingesperrt. Ups, Entschuldigung. Komm rein. Ich wollte sagen, jetzt geht er wieder raus. Wir haben dich am Ofen auf. Ist das Philipp? Ja, Cuthbert. Er soll sich am Ofen aufwärmen. Machen wir bereits. Danke, Bruder Cuthbert. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Das ist schlau. Vorsicht, die sind heiß. Ja, dann sollten wir den wahrscheinlich mit irgendwas weglegen. Was ist denn hier? Ein bemalter Topf. Schöner Topf mit einigen Samen darin. Ist der Topf zu schön für einen Mönch? Naja, entsage... Milius, warum hast du denn so einen schönen materialistischen Dingen. Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Sicher? Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Oh, da haben wir doch was für ihn. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Na, das können wir doch direkt jetzt machen. Wir haben doch unsere Bucheckern. Ich habe Bucheckern gefunden. Dann wird hier also bald eine Buche wachsen. Oftmann. Wundervoll. Falls wir jemals dazu kommen, diese Samen zu pflanzen. Ja, das ist ja eine andere Frage. Ich bin mir sicher, das werdet ihr. Achievement unlocked, Garden of Eden, der Garten Edens. Naja. Gehen wir doch mal hier hin. Da wird immer noch gehalten. Ja, na klar. Mach das nicht, du verbrennst dir die Finger. Ja, wir sind ja auch unbelehrbar. Hallo. Manche haben nur ein Gebet, um sich zu wärmen, manche nicht einmal das. Bruder Milius, der Küchenmeister. Ungefähr mein Alter und mein Freund. Riecht nach Fisch und Salz. Woher das wohl kommt? Pökelfisch. Fleischig wie immer, Milius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Was? Angeblich gibt es ja in deiner Zelle bald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt's sogar Geflügel. Also gibt's jeden Tag Fisch und jeden zweiten Tag Geflügel? Also jeden zweiten Tag Fisch und Geflügel? Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Ja. Wir können noch gar nichts machen. Wir sind mit Milius noch nicht durch. Wir dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Aha. Er sei seiner Seele gnädig. Aber hat hier nicht gerade jemand anders gesagt? Dass ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Im Mutterhaus? Ach so, ja. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Wir wollen hier nicht angreifend wirken. Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Wir wollen ja mehr aus den Leuten rausziehen an Informationen. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Oho. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Das kann er nicht machen. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Außer seiner Bibel. Was? Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Aber wenn er seinen Posten nicht gut besetzt hat, warum machst du es nicht selbst? Darfst du nicht? Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Aha. Na, ich... Was? Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde.
Hm. Immer noch nicht durch den Er Mies. Feilschte mit dem Teufel um seine Seele. Flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Okay. Frag mal nach dem Ritter, das ist ja eine Quest. Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. Und dann beenden wir das Gespräch. Reden wir später weiter. Was können wir hier noch machen in der Küche? Das ist New Use, Cuthbert. Wir gucken uns mal die Küchengeräte an, vielleicht können wir uns dann den Stein mitnehmen. Du hältst hier alles schön in Ordnung, Melius. Naja. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Aber glaube, wohin man schaut, das ist bezeichnend für die damalige Zeit. Da, ja, na klar, man hat ja immer versucht, sein eigenes Unglück in eine andere Richtung zu schieben. Cuthbert Whitehead, der Zellerer. Reden wir mal mit ihm. Man wollte ja nicht. Cuthbert. Man brauchte ja, was auch immer man glauben kann. Wir haben auf dich gewartet. Damals wahrscheinlich mehr ich als heute. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Aha. Ist zu vertrauensselig, Philipp. Okay, also so schlau war das nicht, was wir da gemacht haben. Wie wir jetzt gerade merken. Reden wir erstmal mit ihm. Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. Ja, das stimmt. Ich weiß es. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Das ist nicht schön. Aber das wissen wir ja. Bestehlen aus der Küche. Der Schlüssel. Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Ja, aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Naja, heute hat auch wieder etwas gefehlt. Hierschlund. Geben wir sie ihm ab. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Das ist ein bisschen schwierig, so zu rauszufinden, was dann eigentlich hier los ist. Also im Vorfeld habe ich gelesen, dass man eher das Schicksal der Nebenfiguren beeinflussen kann. Das ist halt, ja, da müssen wir halt mal gucken, wie wir uns entscheiden im Zweifel, ne? Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? What? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Ist da noch was vielleicht? Noch eine Information? Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach King... Können wir das... Milius... Ich weiß nicht. Er wurde auf dem. Okay, also zumindest kann ich's überspringen. Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht. Reden hier wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Mit doppelten Informationen, belasten. Erd- und Heisestein. Aber. Ah, jetzt nein, das wollte. Och man. Ich wollte vorbeigehen. Mirius räuspert sich, der könnte uns mal helfen. Der Weg hinaus in die Kälte. Ja, draußen kalt. Harsch. Dann gehen wir mal Richtung Priorei.
Ach, wir können in die Stallungen. Da gehen wir da mal hin. Da steht unser Pferd. Stimmt, das, unser Pony ist jetzt auch da. Ich kann leider nicht drauf zeigen. Meine Maus ist schon weg. Da muss es ganz schön heftig stinken. Ein schrecklicher Gestank. Sollte man ausmisten. Die ganze Priorei ein Saustall. Unser Pony, sie wird alt. War noch vor mir in St. John. Hoffentlich haben wir noch viele Reisen vor uns. Streicheln wir sie nochmal, die Gute. Unseren treuen Begleiter. Und dann gehen wir mal. Also wenn der Begrab... Ach so, frisches Grab. Na, das, noch ein Grab. Noch eine Seele, die ruht und wartet. Dann gehen wir mal zu dem Grab. Eventuell hilft uns das ja weiter. Bei der Suche nach dem Ritter. Entschuldigung, ich bin leicht angeschlagen. Nee, dann können wir gar nichts machen. Das Haus von Prior James im St. John schlafe ich im Dormitorium. Braucht ein Prior wirklich ein eigenes Haus? Naja, das ist ja immer so das Ding, ne? Jeder, der Macht hat, der hatte dann auch oftmals so einen gewissen Größenwahn. Und dann will man ja immer mehr. Wenn man schon was hat, dann will man mehr. Die Gier kommt dann durch. Ist das Remigius? Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Er ist nicht sehr... Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Aha. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Und alles... Und alles, was vor Remigius, alles, was von James war, soll verbrannt werden? Das ist doch komisch. Wir fragen direkt nach dem Ritter. Wir müssen jetzt. Der will zwar eh nicht mit uns reden, aber egal. Ist in den letzten Wochen ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Natürlich. Sogar der Bischof und der Graf sind zur Weihnachtsmesse gekommen. Ich habe die Messe selbst abgehalten. Und in der Woche vor Weihnachten? Da war ich nicht hier. Der Sakristan und ich sind nach Shiring geritten, um Köche für unsere Gäste anzuwerben. Ich verstehe. Wir wollen mehr Informationen rausziehen. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Satan. Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hey. Hast also, du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Na, die reagieren hier alle, also zumindest manche reagieren hier recht ungehalten, würde ich jetzt mal sagen wollen. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das, und ich respektiere ihren Glauben. Ja, da sagt er viel und gar nichts. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Das ist gut, so muss man sich ausdrücken. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Nein, hat er das Gespräch jetzt beendet? Ah, das machen wir jetzt. Wir sind Bruder einmal Markus hat Cuthberts Arschloch. Schlüssel gestohlen. Und Cuthbert ist ja damit... Bruder Markus... Weil Remigius hat ja gemeint, Cuthbert hat ihn verloren. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. Ja, das sehe ich ja ähnlich. Achievement unlocked, Teddy Tail. Sind wir im Petzer? Was die Schlüssel betrifft, so. Die Bruder Markus gestohlen hat. Ich kümmere mich um ihn. Ah, okay. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Na gut, dann haben wir jetzt keine andere Option, als das Priorszimmer zu verlassen. Aber vier Informationen über den Ritter haben wir auch noch nicht bekommen. Wir gehen mal wieder zum Kreuzgang. Eventuell haben die Novizen, die im Gang stehen, noch was an Informationen für uns parat. Wir alle,
Aha, die... Weil... Die zur Kathedrale... Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Ach so, die... Deshalb können wir alle zu ihm beten. Weg zur Front. Wir brauchen dazu nicht in die Kirche zu gehen. Ich bin noch... Wir sind der Tempel. Ich gehe nochmal zur Mühle, vielleicht ist da irgendwas. Weg zum Kloster. Oh, die Mühlentür, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die vorhin anschauen konnte. Ob wir irgendwas finden. Warum ist hier abgeschlossen? Na, die Frage sollte man sich abgeschlossen. Stellen. Okay. Sie haben die alte Mühle verfallen lassen, jetzt zahlen sie für die Nutzung der Mühle im Nachbardorf. Also irgendwas ist hier immens schief gegangen. Wir gehen nochmal Richtung Dorf. Denn letzten Endes, warum ist das hier alles so heruntergekommen? Was stimmt hier nicht? Das wirkt so, als hätte sich jemand persönlich, was, Dorf von Kingsbridge, persönlich viele der Diener der Priorei vor Ort Dorf fast verlassen. Gebäude bei den Feldern? Sind wir da wieder bei der Mühle? Okay. Es wirkt so, als hätte man sich persönlich bereichern wollen und alles andere verfällt. Weg zur Brücke. Gehen wir nochmal den Weg zur Brücke. Vielleicht ist da ja jetzt irgendwas Neues. Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber Korruption gab es schon immer und überall. Sowie Diebstahl und Gier. Was ja eigentlich gerade Diebstahl und Gier... Ist nicht Diebstahl eine der Todsünden? Gier auf jeden Fall. Gier ist auf jeden Fall eine der Todsünden. Oh, wer ist denn... Bruder Paul. Ihm ist kalt. Versucht es nicht zu zeigen. Zu kalt für jemanden seines Alters. Bruder Paul. Ganz rote Ohren, der arme Mann. Oh, und seine Füße. Ah. Dem spielen hier bald die Zähne ab, wahrscheinlich. Wir fragen ihn erstmal nach seinem Fuß. Wir sind erstmal. Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen. Wenn der Frühling. Wenn er da mal kommt, ne? Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Einfach mal in die Küche, Kathedrale holen. Wie ihr sagt, Gott prüft uns. Dass nur die Sünder das, sterben. Das kann nur... Nein, das die ist, Armen genau. sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Das kann nur einer sagen, das kann wirklich nur einer sagen, dem es eigentlich an nichts mangelt, ne? Der sitzt dort in seiner Priorei, in seinem Priorshaus, in seinen eigenen vier Wänden, mit Fenster und allem und sagt, naja, klar, die Sünder, die holt er sich oder die werden halt woanders hingeschickt. Dass aber die anderen vielleicht einfach nur Pech haben, naja, das ist aus heutiger Sicht sicherlich einfach zu sagen, damals war das alles noch Hast anders. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Ich. Oh, ja. Murmel. Ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Na ja, klar. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollen. Naja, die Frage ist... Aus seiner Bibel. Ich habe schon davon gehört. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später... ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Wir zitieren die Bibel.
Wir sind ja ein gelehrter Mann. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ja, zum Thema Sünder, ne? Die dann schmoren und alles, naja. Vertraue auf Gott, Bruder Paul. Du hast recht getan. Danke, Philipp. Also Remigius ist... Der Ritter, den Francis erwähnt hat, hatte einen Brief bei sich. Er ist wahrscheinlich im Raum des Priors. Dann auf zum Kloster.